Dann ist es mir eine Freude, Sie und euch hier heute Abend zu begrüßen beim Charlottenburger Institut für Philosophie. Wir sind sehr froh, dass wir Wolfgang Ulrich für uns gewinnen konnten, mit uns zu sprechen. Herr Ulrich lebt in Leipzig und schreibt Bücher. Mindestens zwei von diesen Büchern wollte ich euch gezeigt haben. Es ist zum einen hier Siegerkunst. Ich hoffe, man kann das sehen. Darin geht es um den Wandel, den der Begriff der Kunst in den letzten Jahrzehnten erfahren hat. Weg von einem Ideal der Rezeption hin zu einem Ideal des Besitzens, könnte man sagen. Neben diesem ästhetischen Feld beschäftigt sich Herr Ulrich außerdem noch mit gesellschaftstheoretischen Fragen, könnte man sagen. Exemplarisch dafür habe ich dieses Buch hier ausgewählt, Der kreative Mensch. Da geht es, grob könnte man sagen, um die postindustrielle Gesellschaft, um die Frage, was das Wesen unserer kontemporären Sozialform ist und ausmacht. Ich denke, beides sind Themen, die wir gleich auch noch berühren werden in dem Gespräch, das wir gleich führen wollen. Also die Frage des Ästhetischen, die Frage der postindustriellen Gesellschaft oder der kreativen Gesellschaft. Ja. Und das führt mich zum dritten Buch, das ich noch kurz zeigen wollte. Das ist das aktuellste, Feindbild werden, ein Bericht. Das ist jetzt vor ein paar Monaten erschienen, ich glaube im September. Da werden wir ausführlich drüber sprechen. Das war's von meiner Seite. Ich leite weiter an Katrin und bin froh, dass das alles so klappt und freue mich sehr auf diesen Live-Podcast. Genau, ich will, also einer der zentralen Gedanken, die in diesem Buch ja eine Rolle spielen und auch in seiner Vorgeschichte, ist der von einer Rechtsverschiebung des Ideals der autonomen Kunst. Und ich würde ganz kurz Kascha. die Vorgeschichte vielleicht erzählen, damit alle im Mach mal Bild den Fernseher aus. Ich musste mich hier erst ganz kompliziert einloggen. Damit alle wissen, was passiert ist sozusagen. Und zwar würde ich ganz kurz, also es gab einen Zeitartikel, den sehen wir einmal. Also Herr Ulrich, Sie können ja gerne dann noch ergänzen. Ich würde es wirklich nur Ja, so ja. in ganz Danke. groben Zügen, damit alle ein bisschen wissen, was geschehen ist sozusagen. Also es gab diesen Zeitartikel vom 15. Mai 2019 von Wolfgang Ulrich, wo er sich damit auseinandergesetzt hat, was passiert eigentlich derzeit mit der Idee autonomer Kunst, wie verhalten sich die Linken dazu und wie verhalten sich die Rechten dazu. Und in diesem Artikel wurde als einer der Vertreter der Rechten, die mit diesem Begriff hantieren, der Künstler Neo Rauch genannt, den vielleicht manche von euch kennen. Und der hat dann auf diesen Artikel in der Zeit mit einem Leserbrief an die Zeit reagiert. Ein Leserbrief, der nicht das übliche Format eines Leserbriefs hatte, sondern nämlich dieses Bild war. Also man sieht hier einen Künstler in einer engen Dachkammer, der mit seinem eigenen Kot eine Figur malt, die einen Hitlergruß macht. Da gibt es dann noch allerhand Details, glaube ich, auf diesem Bild, über die man sprechen kann, über die auch schon viel diskutiert wurde. Also hier liegen dann diese Zeitungen, hier hinten schaut ein kleiner Hitler rein, dann gibt es hier dieses Dreieck und hier unten die Initialien W.U. Also ein unschwer zu erkennender Hinweis auf Wolfgang Ulrich und gegebenenfalls auch auf Walter Ulbricht. Dazu kommen wir dann vielleicht gleich noch. Genau, und dieses Buch ist dann eben sozusagen ein weiterer Baustein dieses ganzen Komplexes. Und auch darin führen Sie ja diesen Gedanken einer Rechtsverschiebung der Idee autonomer Kunst aus. Und ich würde jetzt, ehe wir anfangen oder sozusagen zum Einstieg, bevor wir darüber sprechen, was das bedeutet, vielleicht ein bisschen was darüber sagen, was autonome Kunst ist, weil man ja sagen kann, und das sagen Sie ja auch, dass das auf jeden Fall einst eine emanzipatorische Idee war, die sich an den Begriff von bürgerlicher Freiheit orientiert hat und Kunst und Künstler, die zuvor in höfischen Diensten standen, sollten sozusagen so frei wie der Bürger sein.
Und die Kunst sollte keinen äußeren Zwecken unterworfen und auf niemanden mehr angewiesen sein. Und wenn man die Geschichte so vielleicht kurz erzählen will, entlang von ein paar großen Namen, und natürlich könnte man immer, wie immer, sehr viel mehr dazu sagen, aber man könnte diese Geschichte vielleicht ganz knapp so erzählen, dass man im 18. Jahrhundert einsetzt, zum Beispiel bei Johann Jakob Breitinger. Bei dem findet sich schon der Gedanke von einer freien Kunst. Und bei ihm bedeutet das noch, dass die Kunst nicht mehr die Natur nachahmen muss. Also er erteilt diesem Prinzip der Nachahmung der Natur eine Absage und auch der gottschedischen Regelpoetik. Und er plädiert für eine freie Fantasie. Und die soll nicht mehr nur unmittelbar produzieren, was wirklich ist, sondern auch die Welt des Möglichen erkunden. Und bei ihm nimmt damals die Poesie dann da eine besondere Stellung ein. Er geht davon aus, dass die Poesie, weil sie nicht an konkret sinnliches Material gebunden ist, wie die Malerei, in besonderem Maße dazu eignet ist. Diese Welten des Möglichen zu erkunden. Und das ist ein Gedanke, den man dann zum Beispiel später auch bei Hegel wiederfindet, auf höherer Stufe. Und bei Hegel und auch schon bei Kant, als diese Idee dann in der Aufklärung wichtig wird, ist ganz wichtig die Zweckfreiheit von der Kunst. Und es gibt da einen Begriff von Autonomie, den Breitinger so 1730 oder so noch gar nicht haben konnte, nämlich die Kunst soll ihren eigenen Gesetzen folgen. Also ein ganz klassisch bürgerlicher Begriff von Autonomie, den Schiller dann auch in seinen Briefen über die ästhetische Erziehung des Menschen ausbaut, dahingehend, dass es gerade die Verpflichtung zur Wahrheit und die Freiheit von externen Zwecken ist, die die Kunst dazu befähigen, sozusagen auch spröd gegen die Willkür des Menschen zu sein, was vielleicht für uns auch noch wichtig wird, und die in ihrer Wirkung auf die Individuen dann eine Transzendenz gesellschaftlicher Probleme ermöglichen kann. Und der letzte große Name ist dann für Adorno, der ja auch mit diesem Widerspruch arbeitet, dass die Kunst frei sein muss, um Partei ergreifen zu können gegen die schlechte Gesellschaft. Und für Adorno ist dann ganz wichtig, dass diese Kunst natürlich auch keinen politischen Auftrag haben kann oder soll. Also es ist für ihn ein Oppositionsbegriff zu engagierter, unmittelbar politischer Kunst und aber auch zur Kulturindustrie. Und Kulturindustrie als Begriff, der nicht nur die Massenkultur meint, sondern auch die Fetischisierung von bürgerlicher Kultur, liefert dann vielleicht noch ein Stichwort, um darauf hinzuweisen, dass solange wie diese Geschichte von der Idee autonomer Kunst ist, auch die Idee derjenigen ist, die autonome Kunst als solche und sich selbst so romantisieren und mystifizieren, also bei denen die Kunst dann vor allem eine Möglichkeit zur Flucht vor der Wirklichkeit wird oder zu einem Prestigeobjekt, das besonders exquisit und erhaben erscheint, weil es dieser autonomen, reinen Zone entstammen soll oder so. Und so eine Mystifizierung spielt ja auch in ihrer These von der Rechtsverschiebung autonomer Kunst eine Rolle. Und vielleicht ist das dann eine ganz gute Überleitung, um das Wort an Sie zu geben, damit Sie uns ein bisschen sagen können, was Sie damit meinen, mit dieser Rechtsverschiebung. Ja, erstmal Frau Witter-Herzeller, vielen, vielen Dank für die Initiative zu dem heutigen Abend. Ich hab mich über Ihre Anfrage tatsächlich gefreut, gerade weil es ein ungewöhnliches Format ist, mit dem man einen der vielen Corona-Abende jetzt doch mal ein bisschen verkürzen kann. Dankeschön. Und danke jetzt für die gute Vorlage, gleich so einen Abriss zu liefern über die Idee oder Geschichte des Autonomiebegriffs der Kunst. Da kann ich vielleicht gleich mal ganz gut anknüpfen tatsächlich. Bevor ich auf die Rechtsverschiebung zu sprechen komme, möchte ich sagen, auch chronologisch vorgehen, wie mein eigener Gedankengang oder meine eigene Beobachtung war, die dann erstmal auch zu diesem Artikel geführt hat in der Zeit, den Sie schon gezeigt haben. Nämlich mir ist zuerst mal aufgefallen, schon seit einigen Jahren natürlich, aber dann vielleicht nochmal in den letzten 2-3 Jahren etwas intensiver, dass sagen, diese Idee der Autonomie der Kunst, die also lange Zeit ja schon ziemlich unumstritten war, auf einmal sagen, aus sagen, dem Kunstbetrieb selbst heraus immer wieder, immer häufiger kritischer gesehen wird, in Frage gestellt wird, relativiert wird,
dass also vielleicht diese Grundüberzeugung, die die ganze Moderne geteilt hat in all ihren unterschiedlichen Richtungen, nämlich dass Kunst dann sagen, am wirksamsten sein kann, am meisten verändern kann, wenn sie eben autonom ist, dass diese Grundüberzeugung eben zu erodieren begonnen hat. Sie haben jetzt gerade noch mal Adorno beispielhaft genannt, da ist das natürlich noch mal in einer mustergültigen Prägnanz und mit enormer Werfe entfaltet, diese Idee autonomer Kunst. Und sagen, die ganze Überzeugung in der Moderne war, Kunst muss deshalb eben frei sein von externen Zwecksetzungen, von Interessen Dritter und so, weil sie nur dann sagen, diese eben Unkorrumpiertheit hat, um sagen, entweder als Utopie zu wirken oder einfach als Gegengewicht zu wirken oder im Mindesten als schwache Form, als Kompensation zu wirken. Also wie auch immer, letztlich die Gegenmacht zu sein zu der im weitesten Sinn entfremdeten und entfremdeten Welt, in der die Menschen leben müssen. Und je mehr, wenn Kunst sagen, nicht autonom ist, ist sie ja selber Teil des Ganz, und zwar Adorno Kulturindustrie nennt zum Beispiel, oder dann ist sie eben auch ein Teil von politischer Aktivität oder von irgendwelchen anderen Interessen und sagen, kann nicht mehr diese Hebelwirkung entfalten. Die kann dann sagen, nur stattfinden, wenn sie außerhalb des Ganzen steht, also wirklich autonom ist. Und das war wirklich so die Überzeugung in der gesamten Moderne. Und jetzt ist so in den letzten 2-3 Jahrzehnten, weil so haben sich mehrere Dinge ereignet, die das eben ja relativiert haben. Also aktiv, sagen vielleicht einige vielleicht postmoderne, postkolonialistische Diskurse haben plötzlich eben die Frage aufgeworfen, ob nicht eine Kunst, die jetzt tatsächlich diesem Ideal der Autonomie relativ nahe kommt, nicht vielleicht sich auch zu sehr abkapselt von gesellschaftlichen Entwicklungen, ob KünstlerInnen, die nach diesem Paradigma arbeiten und tätig sind, ob die überhaupt sensibel genug sein können für all die Ungerechtigkeiten, Verletzungen, Grausamkeiten, die so passieren in der Welt, ob sie nicht vielleicht sogar umgekehrt so eine Art Kokonleben privilegiert sind, weil ihnen vielleicht auch natürlich Institutionen des Kunstbetriebs so eine gewisse Unabhängigkeit ermöglichen. Gerade deshalb sie eben nicht dazu beitragen können, jetzt die Gesellschaft voranzubringen oder eben die blinden Flecken der Gesellschaft sichtbar zu machen und so. Also da tatsächlich die Frage, ist jetzt das Ideal der Autonomie wirklich der beste Weg, damit Kunst einen Beitrag liefern kann oder sogar den entscheidenden Beitrag liefern kann, die Gesellschaft zu verbessern, zu verändern? Also das ist einerseits mal in Umlauf gekommen, andererseits aber spielt natürlich auch eine große Rolle. Sie haben vorher dieses Buch Siegerkunst kurz angesprochen, wo es also darum geht, ja auch sagen, die Globalisierung des Kunstbetriebs im Sinne des Kunstmarktes anzusprechen. Ein Phänomen, was wir auch seit ungefähr 30 Jahren haben und was ja konkret vor allem auch bedeutet, dass immer mehr Akteure nicht westlicher Kulturen sagen, kaufkräftig und damit auch wirkmächtig auftreten. Und das heißt, Leute, die ja ganz anders sozialisiert sind und eben sowas wie diesen westlich-modernen Begriff autonomer Kunst, den gibt es jetzt vergleichbar nicht in asiatischen oder in arabischen oder in anderen Kulturen. Das heißt, Menschen, die jetzt aber plötzlich auf demselben Markt auftauchen und um dieselben Gemälde und Luxusprodukte sich bemühen, wie jetzt irgendwelche KunstsammlerInnen hier aus der westlichen Welt, die betrachten dieselben Dinge unter ganz anderen Vorzeichen und kommen auch mit ganz anderen Begriffen daran. Und indem sie aber so stark und einflussreich geworden sind, haben wir eben heute nicht mehr auf dem globalen Kunstmarkt eine selbstverständliche
das Primat des westlichen Kunstbegriffs und erleben da auch Einflüsse eben aus anderen Kulturen. Und das passiert leider oft ein bisschen schleichend und vielleicht wird nicht so bewusst dann diskutiert, was das für Folgen hat, ob man das will, ob man das nicht will, was man daran gut, was man daran schlecht findet. Und das war vielleicht auch mal so ein bisschen der erste Impuls für meinen Artikel, nämlich zu sagen, ich beobachte da, dass so diese Idee der Autonomie letztlich vielleicht sogar eher nach und nach so ein Fade-out zum Fade-out Phänomen wird, also sich so schleichend verabschiedet aus den Diskursen und natürlich von manchen auch nochmal weit ausdrücklich angegriffen oder kritisiert wird, aber insgesamt eben eher so im Verschwinden begriffen ist, so verloren geht, ohne dass jemand noch groß danach fragt. Und das schien mir so ein bisschen schade zu sein, dass man entweder sagen, hätte es die Idee verdient, nochmal nach 200 Jahren gewürdigt zu werden, so im Sinne eines Nekrologs oder einer Trauerrede mit mehr oder weniger Sentimentalität. Oder man sollte auch nochmal sehr bewusst sagen, warum man diese Idee vielleicht jetzt für überholt hält. Und das sollte so ein bisschen als Weckruf insofern verstanden werden, der Artikel. Und ich dachte mir, es wird vielleicht dann noch besser zum Weckruf, wenn man auch noch skizziert, und das war so das, was ich dann als zweites beobachtet habe, dass eben jetzt plötzlich von einer ganz anderen politischen Seite dieser Begriff der Kunstautonomie oder vielleicht noch mehr der Begriff der Kunstfreiheit, beide Begriffe haben natürlich eine enge miteinander verwobene Geschichte, dass der eben jetzt von einer ganz anderen, nämlich von der rechten Seite, gern in Anspruch genommen wird. Und eben, dass alle, die gegen Political Correctness sind, die über eine Cancel Culture jammern, die jede Diskussion über ein Kunstwerk, das vielleicht besser abgehängt werden sollte oder nicht mehr gezeigt werden sollte, gleich eben als riesige Zensurmaßnahme ansehen, dass all diese Leute jetzt auf einmal die Kunstfreiheit oder die Autonomie der Kunst im Munde führen und sich als Verfechter davon ausgeben. Und das meine ich mit der Rechtsverschiebung, dass jetzt plötzlich durchaus ausgelöst von aktuellen, zum Teil sehr tagespolitischen Debatten jetzt hier ein Begriff in Anspruch genommen wird, wie der Begriff der Kunstfreiheit, um eben gegen eine ganze, sehr breite, auch weit politisch weltanschauliche Richtung vorzugehen und eben von vornherein zu versuchen, jede Debatte auch über Kunst, die noch andere Kriterien überhaupt ins Spiel bringt, als kunstspezifische allein gleich abzuwürgen oder als illegitim zu betrachten. Und da war dann eben für mich sicher das Prominenteste und insofern auch interessanteste, auch am besten belegbare Beispiel tatsächlich Neo Rauch gewesen, der in den letzten 5 bis 8 Jahren eine ganze Reihe langer Interviews gegeben hat in großen Zeitungen und Magazinen, in denen eigentlich immer wieder ein von rechter Seite artikuliertes Verständnis von Kunstfreiheit sichtbar wurde. Also das sind dann so Beispiele wie etwa, dass die Debatte in Berlin um das Gomringer-Gedicht, dass die Kritik daran oder dann die Entfernung des Gedichtes, das hat auch dann explizit mit Taliban verglichen, was die Taliban gemacht haben und Feminismus, westlichen Feminismus und Islamismus aller Taliban gleichgesetzt beispielsweise. Natürlich gibt es eine große Kritik an der ganzen Kuratorenschaft. Das sind für Neo Rauch alles Politkommissare, die KuratorInnen, die jetzt irgendwelche Biennalen oder so veranstalten, weil sie eben aus seiner Sicht allein nach politischen Gründen entscheiden. Und
sagen wir, jetzt ausgestellt wird oder was die Agenda ist einer solchen Kunstveranstaltung. Und ja, zugleich ist das Ganze immer wieder garniert mit Vokabel wie Politkommissar, deutet das schon an mit Behauptungen, dass die Gegenwart mehr und mehr sich auch wieder einer diktatorischen Verfasstheit annähert, wie man das eben schon auch zu DDR-Zeiten kannte. Und wo für die Gegenwart insgesamt eine große Unfreiheit diagnostiziert wird und jetzt der Künstler seine Rolle sieht, sich dagegen zu behaupten, dagegen Widerstand zu leisten und gerade die Freiheit hochzuhalten gegen all die Versuche, irgendwelche Meinungs- und Gesinnungskorridore zu errichten oder immer noch enger zu machen. Und insofern das, was dann passiert ist, Sie haben ja das Bild kurz gezeigt, könnte man auch sagen, war eine so krasse Bestätigung dessen, was ich da eigentlich erstmal geschrieben habe im Artikel, dass ich erst meinen Augen auch nicht traute, was da passiert ist. Also, dass er sich da jetzt so herausgefordert fühlt, jetzt nochmal in Bildform zu bestätigen, genau dieses Weltbild, was ich so skizziert habe, was ich dem ja als sehr problematisch ansehe, wenn jetzt Kunstfreiheit auf diese Art verstanden wird oder aus meiner Sicht missverstanden wird, wenn sie damit auch tatsächlich natürlich sehr schnell grundsätzlich diskreditiert ist, überhaupt noch vielleicht als Idee, als Projekt, als Zielsetzung für Debatten über Kunst. Also dass er jetzt hier eben den Kritiker als Fäkalienmaler im Gesinnungskorridor malt, der also nur irgendwelche haltlosen Dinge aus sich, was er aus sich selbst eben herausholt, da an andere adressiert, der Kritiker, der aktiv hier die Cancel Culture betreibt, indem er eben andere anbräunt. Also der Titel, das Bild des Anbräuner geht zurück auf einen Aphorismus von Ernst Jünger, der mal gesagt hat, eben auf das Zeitalter des Anstreichers, also Zeitalter von Hitler und der Nazis, ist das Zeitalter der Anbräuner gefolgt. Also das war die zuerst die im Zuge der Entnazifizierung andere bezichtigt haben oder denunziert haben, im Nationalsozialismus mitgemacht zu haben. Jünger bezieht es aber nicht auch noch auf die Generation von 68. Und die Anbräuner sind, also andere sollen nicht nur anschwärzen, sondern eben mit einem Rechtsvorwurf belegen. Und Rauch sieht sich eben angebräunt durch jemand wie mich in diesem Artikel. Und aber die ganze Ikonografie, die ganze Metaphorik des Bildes bestätigt natürlich aufs Allerbeste, wie rechts die Gesinnung ist, die jetzt tatsächlich dem zugrunde liegt. Bald erstmal nur so weit. Aber fragen Sie gerne nach, was noch unklar ist oder ungenau oder zu wenig. Ich hätte vor allem eine Frage, die jetzt vielleicht noch mal ein bisschen zurückgeht zu den Linken auch oder sozusagen. Also Sie schreiben auch vor allem darüber und auch haben Sie es jetzt gerade noch mal so ein bisschen gesagt, dass für die Künstler, die so argumentieren, dann sozusagen so ein bedrohlicher Zusammenhang der Außenwelt existiert irgendwie. Also die ist irgendwie gesinnungsdiktatorisch einschränkend, wie auch immer. Und die Kunst wird dann sozusagen ausgemacht irgendwie als der letzte Ort der Freiheit, den es noch gibt, um sich davor zu verschanzen sozusagen. Und es drängt sich dann ja so ein bisschen auf, dass bei den linken Kritikern der Idee autonomer Kunst sich eine ähnliche Einstellung findet, nämlich es gibt auch die Grundprämisse von so einem omnipräsenten Bedrohungszusammenhang, der heißt dann vielleicht Patriarchat oder so, und der hat zur Folge, also und der wirkt mittels diskursiver Gewalt überall. Und dagegen wird dann, wie Sie es ja auch schon gesagt haben, so eine Sensibilität der Kunst eingefordert,
die dann sich um die Unversehrtheit der Menschen kümmern muss oder sowas und die ganz bestimmten Kriterien entsprechen soll, also in gar keinem Sinne mehr frei ist, sozusagen, um nicht an diesen Unterdrückungszusammenhängen teilzunehmen. Also es gibt da sozusagen eine ähnliche Struktur und das bedeutet, dass auf beiden Seiten findet man so etwas wie so einen Subjektivismus, der sich komplett von der gesellschaftlichen Wirklichkeit abwendet. Also in dem einen Fall ist es dann so ein Sehnen nach so einem weltweiten Safe Space, in dem die Einzelnen gar nicht mehr mit den Konflikten der Gesellschaft konfrontiert werden und die anderen sind Agenten vielleicht von sowas wie so einem rechtsanarchistischen Monadismus, die so ein Ideal von so Einzelkämpfern haben. Sie zitieren da ja auch den Waldgänger von Jünger, also die sich durch keine Übermacht das Gesetz vorschreiben lassen oder so. Und sie sprechen ja auch davon, dass es da bei den Rechten anscheinend so eine Erregungslust gibt. Und das wäre ja auch eine Form von diesem Subjektivismus. Also man genießt eher den Zustand der Empörung. Also sie schreiben in dem Buch darüber, dass der Mob sich sozusagen nach ein paar Tagen gar nicht mehr für ihren Fall interessiert hat, sondern schon beim nächsten Feind oder Feindbild war. Und das ist ja aber auch etwas, also und sie bringen dann den Begriff der Eskalation des Bedürfnisses nach Unterhaltung. Also es geht eher darum, den Erregungspegel zu halten, als tatsächlich um das Objekt oder so. Und das ist ja auch etwas, was man sozusagen von der Seite der linken Kritiker der Autonomie der Kunst auch kennt. Also es vergeht quasi keine Woche, in der nicht ein neuer Übeltäter oder so ausgemacht wird. Und auch da ist es eigentlich so eine Dauerempörung. Und letztlich sind dann beide, bespielen sich gegenseitig und finden immer wieder etwas Neues, um sich zu empören. Und das wird dann eben entweder Cancel Culture genannt oder irgendwie patriarchaler, rassistischer Chauvinismus oder so. Und die Frage wäre dann, ob die Linke nicht ein bisschen versagt, wenn sie da es nicht schafft, rauszukommen, indem sie sozusagen so etwas wie einen eigenen positiven Begriff von autonomer Kunst entwickelt oder überhaupt einen positiven Kunstbegriff sozusagen, der aber darüber hinausgeht, nur zu sagen, die Kunst soll irgendwie möglichst repräsentativ jede Minderheit abbilden oder sowas. Also ja, ein sehr wichtiger Punkt, den Sie ansprechen. Tatsächlich gibt es eine gewisse, sei es Kontinuität oder sei es Parallelität zwischen dem klassisch-modernen Begriff von autonomer Kunst und einem Begriff von autonomer Kunst, wie ihn jemand wie Neo Rauch vertritt. Nämlich in beiden Fällen wird Kunst, könnte man sagen, schon erstmal absolut gesetzt. Das liegt sozusagen hier im Begriff der Autonomie, sondern sie ist, als was Autonomes ist, sie eben unabhängig, nur sich selbst gegenüber verantwortlich und eben steht damit nicht in Relation zu anderen Interessen, anderen Bereichen, anderen Bedürfnissen oder so, hat diese absolute Geltung. Und da kann man vielleicht auch ganz gut sehen, dass ja so diese Idee der autonomen Kunst gleichzeitig entsteht mit der ganzen Kunstreligion in der Romantik, also eben auch der Idee, Kunst ist jetzt eben eine absolute Größe. Und nur wenn man sagen, an sie entsprechend glaubt oder sagen, dieses Konzept von Kunst hat, kann man überhaupt erwarten, dass sie die Macht entfaltet, jetzt auch auf Gesellschaft einzuwirken, Gesellschaft zu verändern. Und diese Sorgen aus linken, liberalen, noch eher ebenfalls aus postmodernen, postkolonialistischen Ecken kommende Kritik auch an der Autonomie der Kunst, und der würde ich mich tatsächlich erstmal ein Stück weit auch anschließen, geht eben gerade darauf hin zu sagen, nein, wir wollen eigentlich Kunst nicht in religiösen Kategorien denken. Wir wollen Kunst jetzt nicht eben als sowas Absolutes sehen. Und insofern entsteht auch eine Differenz eben plötzlich zu der ganzen Tradition von Schiller über Hegel bis Adorno. Der Vorbehalt, vielleicht auch der Vorwurf, dass diese ganze Tradition insofern sagen, auch einen sehr unaufgeklärten Begriff
von Kunst vertreten hat, indem sie eben Kunst so absolut gesetzt hat und im Grunde so Kunstgeschichte als eine Art von Heilsgeschichte auch erzählen wollte oder auch als eine Erlösungsgeschichte oder wie immer. Also das hat ja so viele Motive und Dimensionen. Und jetzt ist allerdings die Frage, wie weit man in dieser Kritik geht, ob man jetzt sagt, wir wollen diese Idee völlig verabschieden, wie es einige tun, die sagen, ja, Kunst, wir sollten eigentlich gar nicht unterscheiden zwischen irgendeiner Meinungsäußerung und einem Kunstwerk. Beides ist sozusagen im öffentlichen Raum und so wie man jemand mit beleidigen kann mit Worten, so kann eben auch ein Kunstwerk beleidigen. Und wenn sich jemand verletzt fühlt von einem Kunstwerk, dann muss es dieselben Konsequenzen haben, wie wenn sich jemand verletzt fühlt, weil er irgendwie auf der Straße angepöbelt wird von jemand. Und also das völlig gleichermaßen behandeln und damit die Differenz zwischen Meinungsfreiheit und Kunstfreiheit völlig zu nivellieren. Das wäre so die radikale Position. Soweit würde ich jetzt nicht gehen. Ich denke schon, dass so eine Idee von Kunstfreiheit sagen auch noch in einem posttheologischen Verständnis von Kunst durchaus einen Ort hat und Berechtigung hat. Ich würde es sagen, eher utilitaristisch versuchen zu begründen, utilitaristisch, pragmatistisch. Und zu sagen, ja, es ist schon gut, wenn eine Gesellschaft Orte hat, an denen es grundsätzlich möglich ist, auch mal gegen herrschende Moralvorstellungen, herrschende Codes von Höflichkeit und so vorzugehen, Alternativen zu entwickeln. Allerdings muss ganz klar sein, an welchen Orten das erlaubt ist. Zum Beispiel muss man sagen, es gibt Museen oder es gibt halt auch nur bestimmte Räume in Museen, in denen das möglich ist. Also wo unter Experimentalbedingungen aber auch mal Dinge gedacht, gemacht, praktiziert, performt werden dürfen, die jetzt unter anderen Bedingungen strafbar wären oder zumindest moralisch sehr zweifelhaft wären. Und einfach aus der Überlegung heraus, dass so, indem man solche Alternativen und Experimente zulässt, vielleicht ja doch auch noch mal es möglich ist, ganz anders über Gegenwart nachzudenken. Und man gerade vielleicht auf die Art auch erreichen kann, dass blinde Flecke als solche erkannt werden oder Sensibilitäten gesteigert werden. Aber es muss doch innerhalb klar definierter Grenzen oder Formate passieren. Das wäre jetzt so eher mein Ansatz. Also sozusagen, ich bin jetzt nicht für die Freiheit der Kunst, weil ich glaube, dass Kunst an sich was Wichtigeres oder Besseres ist als andere Bereiche der Gesellschaft. Aber ich glaube eben, dieses als ob, was so die Domäne ist der Kunst, so die Entwicklung auch von Formen des Fiktionalen, die sollte man jetzt nicht völlig zum Erliegen bringen oder total beschneiden oder gar nicht mehr zulassen. Aber damit unterscheide ich mich jetzt sowohl tatsächlich von der ganzen Tradition des Autonomiebegriffs als auch natürlich von den heutigen rechten Adaptionen davon, die Vinnie Rauch in seinen Interviews auch immer wieder mustergültig deutlich macht, natürlich noch ganz selbstverständlich davon ausgehen, dass der Künstler eigentlich mehr Rechte hat als andere Menschen und andere mehr Freiheiten hat und dass sagen, es viel ungehöriger ist, einen Künstler zu kritisieren oder gar in seinen Handlungsspielräumen einzuschränken als einen anderen Menschen. Also davon unterscheide ich mich, aber ich unterscheide mich eben jetzt halt auch von so einer relativ aus meiner Sicht dann vielleicht wieder zu einseitigen, fast schon radikalen Positionen, die eben Kunst jetzt völlig gleich machen möchte mit anderen Bereichen. Also da versuche ich mich so ein bisschen durchzulavieren mit allen Schwierigkeiten, die das mit sich bringt. Aber das war ja so Ihr Punkt, dass man, insofern kann man schon sagen, heute steht jetzt eher jemand wie Neo Rauch so in der Tradition auch der ganzen Geschichte des Autonomiebegriffs, wenn man sagt, die Grundlage für diesen Begriff ist so ein kunstreligiös absolutistisches Verständnis von Kunst. Ja, jemand wie er vertritt das noch. Also das ist so ein ungebrochener Geniediskurs zum Beispiel auch, den wir in seinen Äußerungen vorfinden. Und das finden Sie so heute fast nirgends mehr. Eben
auch nicht, also vielleicht noch irgendwo bei ganz getreuen Adorno-Schülern, das weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube, selbst die sind da schon so inzwischen, sie kennen sich da viel besser aus, aber also ich vermute, auch da finden sie das nicht mehr in ungebrochener Form. Was man ja vielleicht aber sagen könnte, ist, dass sozusagen dieses Kunstreligiöse oder in der Tradition dieser Idee oder so, es immer noch sowas gegeben hat, so wie einen Wahrheitsanspruch der Kunst. Und das ist etwas, was ich zumindest, vielleicht, also ich kenne ein paar Interviews so von Neo Rauch und so, was er so erzählt. Und der wendet sich ja eigentlich geradezu gegen einen Wahrheitsanspruch der Kunst. Also sagt ja, das ist so was ganz Persönliches oder so. Oder wenn, dann ist es so ein ganz subjektiver Wahrheitsanspruch. Also dann hat jeder seine eigene Wahrheit oder so. Aber es gibt ja da keinen, nicht sowas wie einen objektiven Wahrheitsanspruch. Oder ich weiß gar nicht, ob es da, also was sein Kunstbegriff, sein eigener Kunstbegriff sozusagen wäre. Oder, und das hat sich bei Ihnen auch so ein bisschen rausgelesen, dass es da dann letztlich viel mehr um die Freiheit des Künstlers geht, als um die der Kunst. Ja, das auf jeden Fall. Also wobei ich jetzt schon glauben würde, was bei ihm sowas wie einen Wahrheitsanspruch gibt. Es gibt irgendwie Äußerungen, die da im Traum kommen und signalisiert, die wollen jetzt mehr sein als was bloß Subjektives. Also sind sozusagen auch schon sowas wie Eingebungen und haben damit sollen damit auch eine Unangreifbarkeit haben, etwas, was so weit über alles Persönliche, Individuelle, Tagesspezifische hinausgehen. Und sagen, dieses Motiv steht ja auch in langen sagen, ideengeschichtlichen Traditionen, wenn der Künstler sagt, er hat aus dem im Traum seine Eingebungen. Aber sonst haben Sie recht, ich glaube tatsächlich, es geht viel mehr um die Freiheit des Künstlers in vielen dieser heutigen Diskurse, wo Kunstfreiheit in Anspruch genommen wird, in dem Sinn aber eben, ja, ich bin Künstler, ich darf mehr als andere. Also es geht eigentlich darum, insofern bestätigt das auch nochmal, finde ich, so ein linke oder postmoderne KritikerInnen des Autonomiekonzepts, sagten ja, diese ganze Praxis der autonomen Kunst, auch Ausdruck einer privilegierten Elite, die es eben geschafft hat, sich jetzt hier solche Sonderrechte zu sichern. Und die sind jetzt natürlich in Anführungszeichen bedroht, diese Sonderrechte von KünstlerInnen. Und jemand wie Neo Rauch, der noch auf diesem alten Paradigma mit beiden Beinen steht, fühlt sich deshalb natürlich auch in seiner Rolle als Künstler ganz konkret angegriffen, wenn er mitkriegt, dass es eben KritikerInnen gibt, die ihm jetzt einzelne Aussagen aus seinen Interviews vorhalten, dass es Leute gibt, die anfangen, in seinen Bildern nach besonders deutschtümelnden oder fremdenfeindlichen oder anderen Motiven zu suchen und so. Und der sagen, das grundsätzlich sagen, für eine ja, Mischung eben von Denunziation und Majestätsbeleidigung hält. Damit eben auch verrät, welches Künstlerbild er hat. Also man könnte sagen, in dem sagen, dieser Diskurs der Freiheit der Kunst jetzt vor allem auch ein Diskurs ist der Freiheit der Künstler, verraten diejenigen, die diesen Diskurs aktiv betreiben, dass sie selber sich vor allem in ihren Privilegien auch bedroht fühlen. Und das heißt natürlich auch bei jemand wie Neo Rauch, dass er eben zum Beispiel auf dem Kunstmarkt, auf dem internationalen extrem erfolgreich zwar ist, aber noch nie auf einer Biennale oder Documenta oder sowas war, weil auch mit seinem Bildprogramm, mit seinem Verständnis von Kunst, er da jetzt aber nicht so reinpasst. Aber aus seiner Sicht ist es eben dann ein aktives Ausgeschlossenwerden, denunziert werden und deshalb auch grundsätzlich schon mal so eine Wut Haltung, dass es jetzt mich getroffen hat, ist vielleicht ein bisschen auch ein Zufall gewesen oder noch anderen Gründen geschuldet, aber ich denke mal, das ist, dafür gibt es viele Belege, lange in ihm angewachsen, auch dieser Groll gegen ein Verständnis von Kunst, das eben jetzt KünstlerInnen grundsätzlich erstmal gleichberechtigt ansieht zu anderen Menschen und nicht
mit irgendwelchen Privilegien ausstatten möchte. Das ist vielleicht eine ganz gute Überleitung. Wir wollten ja auch ein bisschen darüber sprechen, und das machen Sie ja auch in Ihrem Buch, dass Sie das deuten auch als Symptom sozusagen eines größeren gesellschaftlichen Konflikts. Und wenn es jetzt die ganze Zeit darum geht, sozusagen, was passiert dem Neorauch tatsächlich, also wird der ausgeschlossen oder erscheint es ihm nur aus seiner Sicht so? Also Sie schreiben ja auch darüber, dass tatsächlich sozusagen die kulturellen Aufsteiger aus den 80er Jahren, die in die strukturalistische Schule gegangen sind oder so, jetzt sozusagen in den Museen tatsächlich sitzen und kuratieren oder so. Also es scheint dem ja doch was in der Wirklichkeit auch zu entsprechen oder so. Und gleichzeitig, Sie schreiben ja auch, Sie wollen nicht Feindbild bleiben, also schreiben Sie am Anfang gleich des Buches, aber vielleicht wollen Sie ja doch Feind von Feindbildern bleiben oder so. Also gibt es da nicht, also Sie sind ja wahrscheinlich schon tatsächlich Gegner von Personen, die solche Feindbilder kreieren, also in dem Fall vielleicht von Neo Rauch oder wer auch immer sich dann noch mit anhängen würde. Also vielleicht können wir ein bisschen über diesen wirklichen gesellschaftlichen Konflikt sprechen. Ja, also für mich ist eben nicht zuletzt auch so ein deutsch-deutscher Konflikt, der sich hier offenbart und den man, glaube ich, ein Stück weit auch ganz gut nachvollziehen kann, wie es dazu kommt. Also, dass die Kunst jetzt in der DDR sicher eine andere Rolle gespielt hat als in Westdeutschland, weil eben DDR so ein unfreies Land war und für viele die Kunst vielleicht da tatsächlich so die einzige Gegeninstanz war, wo man sich so ein Refugium erhofft hat oder geglaubt hat, da gibt es eben was, wo es eine nicht korrumpierte Wahrheit gibt. Jetzt war nicht unbedingt nur in der jeweiligen Gegenwartskunst, die oft genug ja auch vom Staat korrumpiert war, aber sondern auch in der ganzen Geschichte, im Kanon der Kunst und in der großen Literatur, in der großen Musik, in der großen Malerei oder so, da hat man sich dann sicher gerne hingeflüchtet. Und deshalb in einer Diktatur, die selber ja so einen Absolutheitsanspruch an die Menschen richtet, ist es viel wahrscheinlicher, dass auch ein Begriff von Kunst entsteht oder fortlebt, der dann als Gegenpol der Kunst so eine absolute Stelle hat. Schweine kannst du nichts anfangen, ne? Nee. Also kann ja auch könntest du ja auch nochmal so historisch sagen, wenn so die in der Zeit von Schiller und Romantik überhaupt nur diese Kunstreligion entstanden ist, das waren ja auch nicht gerade freie Gesellschaften. Also hatte natürlich die Kunst auch ganz anders als in einer demokratischen Wohlstandsgesellschaft wie der Bundesrepublik, sagen wir mal, der 60er, 70er, 80er Jahre, war auch ein Bedürfnis da, in der Kunst so einen starken Gegenpol zu sehen und eben so eine Kunst dann auch entsprechend zu essentialisieren und ihr per se diese Qualitäten zuzusprechen. Und aus so einer Tradition kommt eben vielleicht auch noch jemand, oder nicht nur vielleicht, sondern sicher jemand wie Neo Rauch. Ich bin im Westen aufgewachsen, bin die Generation, die sozialisiert wurde mit postmodernem Denken, bin natürlich in einer Wohlstandsgesellschaft aufgewachsen, wo man auch die Denkfiguren der Postmoderne im täglichen Konsum üben konnte. Eine Lust an Pluralitäten entfalten konnte. Und Pluralität heißt immer schon, dass alles auch nur relative Geltung hat und austauschbar ist und beliebig im positiven und negativen Sinn des Wortes. Und da glaube ich tatsächlich, dass jetzt nicht der deutsch-deutsche Gegensatz ist vor allem auch im Kunstbegriff sehr gut zu greifen. Und das eben auch und falls sogar gerade jetzt 30 Jahre nach der Wiedervereinigung noch, weil
eben auch in den letzten Jahren, eben jetzt erst, Sie haben es gerade auch nochmal angedeutet, ja, viel stärker auch in die Institutionen hineingetragen wurden, all die Debatten, die letztlich dazu beitragen sollen, ja auch sagen, die absolute Geltung der Kunst in eine relative Geltung umzudefinieren und sagen, ja, Kunst, die im Museum ist, ist nicht nur da, weil sie, ist nicht nur legitimiert, wenn sie jetzt ganz kunstspezifischen Kriterien genügt, sondern sie sollte eben auch noch Kriterien genügen, die was sagen, mit der demokratischen Gesellschaft und mit bestimmten Weltanschauungen zu tun haben und sollte sich eben jetzt nicht für bestimmte Formen von Grausamkeit explizit aussprechen oder nicht nochmal wiederholen, Formen von Diskriminierung oder von Unterdrückung und dergleichen mehr. Und also wo man sieht eben, dass durch dieses postmoderne Denken hier so ein Kriterienpluralismus und auch insofern so wieder ein Relativismus eingeführt wurde. Und das ist eben für jemanden, der noch so groß geworden ist mit der Idee der Kunst, die sich behaupten muss als Gegenwelt in einer Diktatur und der einzige Zufluchtsort ist auch in einer Diktatur. Und das erleben diesem Konflikt, glaube ich, ganz, ganz schön. Und diese politische, zum Teil sogar parteipolitische Konnotation, dass jetzt eben hier von rechter Seite insgesamt plötzlich hier so ein Begriff von Wert in Anspruch genommen wird. Und wenn man das, was Sie jetzt beschrieben haben als Ost-West-Konflikt, also ein bisschen wäre ja die Frage, ob man damit nicht sozusagen ein größeres gesellschaftliches Problem, also hat Sie dann vorher schon Stichwort postindustrielle Gesellschaft, Sie arbeiten ja selber auch mit Andreas Reckwitz und so ein bisschen eine Spaltung der Gesellschaft lässt sich ja nicht nur in Deutschland zwischen Ost und West finden, sondern vielleicht auch in den USA oder so, also weltweit ist ja, Reckwitz nennt das dann Drei-Klassengesellschaft, also er sieht die Mittelklasse geteilt in eine neue Mittelklasse aus so akademischen Juppies und den alten lokalen Traditionalisten, die alte Mittelklasse sozusagen, dann gibt es noch die Prekären und die Oberschicht, aber sozusagen bestimmend eigentlich ist dieser Widerspruch eigentlich und da könnte man das ja auch, was Sie gerade gesagt haben, so ein bisschen einordnen. Dann wäre aber die Frage, wenn man da sozusagen einen größeren gesellschaftlichen Antagonismus sieht, ob dann nicht, also ich erinnere mich, Sie zitieren, ich glaube, Hubertus Grieve oder so, der spricht dann zum Beispiel von postmoderner Endzeitfreiheit oder so. Und ich muss schon sagen, dass ich an dieser Kritik etwas finden kann. Also ich finde nicht alles, was von dieser Seite beschrieben wird, also ein bisschen klingt das sonst so, als würde es sozusagen so eine Stufenleiter geben und im Osten wäre man sozusagen noch nicht bei diesem Relativismus angekommen, der hier schon erreicht wurde. Aber tatsächlich wird er ja, also da werden ja auch Probleme detektiert zumindest. Also der Umgang damit ist sicherlich keiner, der irgendwie zielführend sein kann. Aber sehen Sie da nicht, dass da auch sozusagen, also oder würden Sie zumindest sagen, dass das sozusagen ein grundlegender Spalt ist, der durch die Gesellschaft geht? Ja, also gut, dass Sie das mit dem Leiter sagen, weil ich glaube tatsächlich in den Jahren nach 1990 von westlicher Seite erstmal schon so diese Wahrnehmung, ach ja, die müssen jetzt noch ein bisschen was nachholen, ökonomisch gesehen und an was bestimmte Kulturtechniken anbelangt und ebenfalls auch so eine Art von Denken und dann, also als sei das jetzt hier so eine einseitige Anpassungsleistung zu vollbringen. Das wurde sicher mit viel Arroganz und Überheblichkeit vom Westen erstmal quasi auch stillschweigend so eingefordert. Das würde ich, glaube ich, kann man kaum bestreiten. Jetzt hat sich aber inzwischen gezeigt, das ist vielleicht gar nicht, sondern die andere Seite ist auch nicht bereit, sich jetzt hier unbedingt anzupassen, weil sie spürt, dass da auch was verloren geht. Jetzt hat man das auch im Westen realisiert, dass das jetzt nicht einfach so ein
ein simpler Anpassungsprozess ist, der da stattfindet. Und deshalb ist jetzt eigentlich so der Zeitpunkt gekommen, wo man diese Fragen, wie wir sie gerade diskutieren, glaube ich, viel mehr diskutieren sollte, wie hier, was auch ein sagen wirklich relativ langen Vorlauf mehreren Generationen hat, was sich jetzt hier schon in gewisser Weise zugespitzt hat, glaube ich, in den letzten Jahren. Und ja, das kann man sicher nicht nur im Bereich der Kunst sehen. Und vor allem ist es auch ja nicht nur etwas, was jetzt, sondern das versuche ich ja auch in meinem Buch so ein bisschen aus dieser Links-Rechts-Dualismus die Sache rauszuführen. Und ich, für mich ist es zum Teil auch eher von Rechten oder AfD gekapert, jetzt hier gewisse Diskurse, die sich erstmal vorpolitisch entwickelt haben und die man auch durchaus wieder sagen, vorpolitisch führen kann und vielleicht, wenn man sie so führt, man auch mehr Chancen hat, da sich gegenseitig zu verstehen oder zumindest anzuerkennen, die Differenzen. Also das glaube ich schon. Und wenn Sie noch jemand wie Hubertus Diebe gerade nochmal zitieren, also ein Dresdner Künstler, der ist weit davon entfernt, irgendwie mit rechten Denkfiguren zu arbeiten oder sich in dieser Richtung zu begreifen oder auch nur von außen so begriffen werden zu können. Aber der ist natürlich auch so in dem Sinne noch Angehöriger einer Generation, die eben noch die DDR-Diktatur erlebt hat, der sagen auch in der Kunst sowas wie einen Zufluchtsort gesehen hat, der natürlich wie viele andere die Sorge hat danach 1990, dass jetzt auch die hehre Kunst sagen noch zu einem Teil eben einer Kulturindustrie, eines großen Konsumismus wird und sie davor schützen möchte. Das meine ich, das ist erstmal eine vorpolitische Empfindung, oder zumindest keine parteipolitische, sagen wir es mal so, keine parteipolitische Empfindung. Und da glaube ich, da gibt es auch genauso sagen viele jetzt in Ostdeutschland, die sich als Linke verstehen, die das teilen würden, die vielleicht eben auch so eine Kapitalismuskritik, Konsumkritik und zugleich eben eine hohe Wertschätzung von Kunst miteinander verbinden. Aber jetzt eben, glaube ich, deshalb noch nicht unbedingt auf die Idee kämen, wir leben heute in einer DDR 2.0. Also weil kann man hier mal unterscheiden, ob jetzt letztlich der Hauptmotivator dafür die Kunst sagen, wirklich stark und autonom zu halten, eine Kapitalismus-konsumkritische Einstellung ist. Das wäre sagen, eher die linke Version. Oder ob eher mal der Vorwurf an die heutige Gesellschaft ist, sie würde eigentlich sowas wie Meinungsfreiheit, politische Freiheit und so überhaupt nicht mehr zulassen. Das wäre halt eher dann eben die rechte Auslegung dieses Topos. Und im Moment scheint mir jetzt nur im Diskurs sondern die Rechte viel, viel lautstärker zu sein und viel dominanter zu sein. Und aber aus persönlichen Gesprächen mit KünstlerInnen, Intellektuellen, jetzt mit einer sagen, Ostvergangenheit, weiß ich, dass es eben viele gibt, die sagen, auch eher diese sagen, aus so einer kapitalismuskritischen Intention heraus vielleicht jetzt gegen vieles sind, was im heutigen Kunstbetrieb stattfindet. Vielleicht können wir auch noch mal sagen, die einen sehen jetzt sagen, viel eher den globalisierten Kunstmarkt als den Totengräber der wahren Kunst, also ungefähr das, was ich auch in dem Siegerkunstbuch beschrieben habe. Und die anderen sehen eben viel stärker in der kuratierten Kunst, die bei Biennalen gezeigt wird und wo es um Minderheitenpolitik geht und Identitätspolitik geht und so, sehen die viel eher als so einen Totengräber der Kunst an. Das ist vielleicht ganz, ganz interessant, dass man diese Unterscheidung machen könnte. Und ja, vielleicht erstmal soweit. Denken Sie denn, wenn Sie sowas sagen, wie sozusagen der linke Ansatz wäre sozusagen zu versuchen, die Kunst autonom zu halten vom Kapitalismus oder so, also sie sozusagen davor zu bewahren oder zu schützen,
ob das, wenn man so mit Dreckwitz vielleicht auch oder wenn man sich die Gegenwart anschaut, wie der gegenwärtige Kapitalismus funktioniert, also ein kreativer Kapitalismus, so der postindustrielle Kapitalismus, der sich letztlich Prinzipien der Kunst zu den eigenen Prinzipien gemacht hat, also die Kunst ist quasi schon integriert, also ist die Kunst dann überhaupt noch in einer Position oder kann die Kunst noch das, als was sie als autonome Kunst mal konzipiert war, wenn der Kapitalismus selber schon so funktioniert wie sie, also nicht nur die Kunst im Museum wird ja kuratiert, sondern auch die Waren werden kuratiert, so jeder, der einkauft, ja, stellt sich seine kleine Ausstellung zusammen oder so, also ist das, oder glauben Sie, dass sich so ein Begriff retten lässt oder dass der tatsächlich dem gegenwärtigen Kapitalismus etwas entgegensetzen kann? Ja, also im Moment sehe ich das tatsächlich eigentlich nicht nennenswert. Ich glaube schon, dass sich Kunst in vielen Bereichen letztlich vielleicht noch eher einer konsumistischen als einer kapitalistischen Logik angepasst hat. Und das würde ich sogar auch für viele Reiche sagen, dessen, wo man das erstmal gar nicht so, wo es nicht so auf der Hand liegt. Das würde ich zum Beispiel auch für viele Formen von Politaktivismus sagen. Da würde ich zum Beispiel sagen, die machen sagen, ihren AnhängerInnen sagen, ein schönes Angebot, nämlich so investiert in uns, also Geld oder Zeit oder Skills oder irgendwas, und dann kriegt ihr von uns sagen, ja, eine Satisfaktion oder ein gutes Gewissen oder es ist so ablasshandelartige Struktur, die wir oft haben. Und das ist von der Logik her nichts anderes als all die Produkte, die ich irgendwo bei einem Start-up-Unternehmen oder im Biosupermarkt oder sonst wie kaufen kann. Das ist genau dieselbe Logik. Muss die jetzt auch nicht per se schlecht finden, aber man kann erstmal nur feststellen, es gibt hier dieselbe Logik und die ist letztlich konsumistisch getrieben. Und insofern, glaube ich, kann man das für fast alle Bereiche der Kunst heute aufzeigen, dass sie in etwas jeweils unterschiedlicher Art konsumistisch konditioniert ist. Ja, und die einzigen, die dagegen sorgen, noch aber wirklich laut rebellieren könnten oder wären dann vielleicht tatsächlich noch eben Leute, die so in so einer linken Tradition im weitesten Sinn jetzt Frankfurter Schule oder so stehen oder von mir aus auch als Ostintellektuelle noch so mit so einer Kapitalismus-Konsumkritik der DDR groß geworden sind, zugleich aber auch noch mit so einem starken Kunstbegriff groß geworden sind und das jetzt miteinander so zusammenbringen, wie ein Hubertus Giebe das durchaus tut in seinen Text und andere KünstlerInnen und Intellektuelle gibt es da genauso. Aber insgesamt sind diese Stimmen gerade nicht so wahnsinnig laut und nicht so stark. Und ich, da kommen vielleicht auch noch andere Dinge dazu, die es erstmal sehr schwer machen, auch dass diese Diskurse überhaupt Gehör finden. Zum Beispiel haben wir jetzt noch nicht gesprochen, und das wäre aber in dem Zusammenhang sicher ein wichtiger Punkt, noch neben Globalisierung und solchen Phänomenen, die Macht der sozialen Medien hier anzusprechen, die natürlich auch sehr stark ganz verschiedene Dinge jetzt mal ihren Bedingungen unterwerfen. Und egal, ob sie Kunst machen oder Mode machen oder Design machen oder Politik machen, muss das sozusagen Instagrammable sein im Letzten, um sagen, die gewünschte Resonanz vielleicht dann finden zu können. Also auch hier werden die erstmal aus ganz unterschiedlichen Feldern kommen, ziemlich stark vereinheitlicht. Und da ist es sehr schwer oder vielleicht sogar eben aus der Sicht von vielen schon geradezu auch absurd zu versuchen, hier noch etwas ganz unabhängig davon zu halten. Ja, also haben wir auf jeden Fall einen gemeinsamen Hoffnungsträger vielleicht. Ja. Sie arbeiten noch über Frankfurter Schule, oder? Ja, wir wären wahrscheinlich diese Allianz aus... Wir sind die Hoffnungsträger. Genau. Ich würde sagen, die Allianz aus ostdeutscher Kapitalismuskritik und Frankfurter Schule, das ist in etwa das, ja, Charlottenburger Institut für Philosophie, könnte man sagen. Ah, das verwirrt sich in dem Namen, sehr gut. Ja, gut, also wir hatten uns vorgenommen, eine Stunde zu sprechen. Also, wir können noch ein bisschen weitermachen. Ja. Wir können vielleicht auch Fragen geben. Ihr könnt die ja auch in den Chat schreiben.
Wir können es ja vielleicht jetzt mal so 30 Sekunden sacken lassen und jede R kann sich überlegen, ob es eine Frage gibt. Ansonsten würden wir vielleicht einfach noch ein bisschen weitermachen. Hat ja eigentlich gerade Spaß gemacht. Ja. So, im Chat tut sich noch nichts. Ja. Dann dürfen Sie noch mal. Ja. Wir sind nicht weit gekommen in Ihrem Buch über Kreativität, aber mich würde noch ein bisschen interessieren, weil das ja auch so ein bisschen die Frage berührt nach so Creative Capitalism und Selbstverwirklichungsansprüche an die Individuen. Also der Einzelne muss ja heute viel kreativer vielleicht sein, kann man jetzt mal so spekulativ hinsetzen. Also er ist Unternehmer seiner selbst viel eher als so ein klassischer Angestellter oder so, wie er in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war. Beschäftigen Sie sich damit in dem Buch über diese Geschichte von so Kreativitätsdispositiven oder ist das etwas, was Sie auch so sehen? Ja, natürlich auch da, einfach weil ich im weitesten Sinne Kunstsoziologe bin, interessiert mich jetzt vor allem auch, wie dieses Kreativitätsdispositiv auch die gesellschaftliche Rolle von KünstlerInnen verändert, dass sie eben jetzt auf einmal viel stärker als diejenigen gesehen werden und das als ihre Aufgabe, ihre Funktion gesehen wird, jetzt andere Menschen auch zu Kreativität zu stimulieren oder brachliegende Potenziale zu wecken. Denken Sie dran, mit welchen Motivationen in den 80er, 90er Jahren fast alle Unternehmen plötzlich angefangen haben, Kunst zu sammeln. Ging es natürlich auch um Geldanlage, ging es natürlich auch um Repräsentation und um Eitelkeiten von Vorständen und so, aber es ging auch um so eine Utopie oder so ein Ideologem zu glauben, dass wenn Menschen in Kontakt mit Kunst kommen, sie eben kreativer, effizienter, motivierter und so arbeiten können. Und plötzlich hatten ganz viele KünstlerInnen neue Orte, für die sie Kunst machen konnten, mussten, durften, wie immer man das jetzt einschätzt. Aber wo auf einmal Kunst auch so in ein marktwirtschaftlich relevanter Faktor wurde für Unternehmen oder betriebswirtschaftlich relevanter Faktor wurde. Also das wäre mal so ein Bereich. Und natürlich interessant, so unterschiedliche Kreativitätstheorien, die sagen, ja, alle Menschen sind Künstler, sind kreativ, es ist nur vielleicht verlegt oder zu wenig Selbstbewusstsein, zu wenig Erfahrung damit da. Es braucht also nochmal so ein Erweckungserlebnis und die anderen, die eher meinen, Kreativität ist halt sowas wie eine Ressource und manche haben viel davon, andere wenig, aber wie es so ist bei Ressourcen, wenn man wenig hat, kann man sie vielleicht, wenn man Geld hat, dazu kaufen. Und so auch Kreativität sagen, wieder in so einer Konsumlogik gedacht wird und plötzlich dann aber Kunst auch eben als so eine Ressource gesehen wird, die man, wenn man sie dazu kauft, dann kann man vielleicht Defizite, die man hat, kompensieren auf die Art und auch die gewünschte Kreativität letztlich sich erwerben. Und so, diese Diskurse interessieren mich und eben die Veränderung dann auch der Vorstellung Kunst, was Kunst leisten soll, aber auch die Rolle, die dann so Institutionen wie das Museum spielen, sondern das Museum als der Ort ja, an dem viele Menschen überhaupt ausschließlich nur mit Kunst zu tun bekommen. Also da das Museum auf einmal eben auch, ich nenne das so, als Kreativitätsagentur verstanden wird, also wo sagen so ein gematcht wird, das kreativitätsbedürftige Publikum mit den kreativitätsspendenden KünstlerInnen. Und
Und noch mit entsprechenden natürlich dann Maßnahmen oder Warten oder Angeboten. Also das ist so der Horizont, in dem sich dieses Bühnen bewegt und was mich da jetzt vor allem dran interessiert. Also ich gehe jetzt nicht explizit, das ist vielleicht ein bisschen der Hintergrund Ihrer Frage, so auf Richard Florida und diese ganzen Dinge ein. Das ist so ein bisschen im Background davon. Aber sagen, da habe ich jetzt keine eigenen Karten im Spiel zu diesem Spezialismus. Ja, ich glaube, die Frage ist für uns interessant, weil wir, das kam ja schon einmal kurz zum Vorschein, diesen Hintergrund der kritischen Theorie haben. Und da die Kunst ja als etwas Widerständiges gilt. Also Adorno kennt bekanntlich keinen praktischen Ausweg aus dem Schicksal der bestehenden Gesellschaft, aber hier und da nennt er ein paar Punkte und die Kunst ist vorne mit dabei, wenn es darum geht, wo der Widerstand zu suchen wäre. Und ich glaube, wenn man jetzt der Diagnose, die Sie stellen würden, folgt, dann müsste man dieses Urteil sicherlich zurücknehmen. Also wenn Sie von den Museen als den Dienstleistungszentren sprechen, in denen sich die kreativen Kapitalisten oder auch die kreativen Angestellten da ihre Produktivkraft aufladen, könnte man sich fragen, nun ja, wie weit ist es da noch mit dem Widerstand gegen den Kapitalismus, wenn es dazu dient, ihn aufrechtzuerhalten? Also wenn die intellektuelle Avantgarde in die Ausstellungen geht, um sich da mit der Aura der Kunst zu versehen, um dann beim nächsten Vorstellungsgespräch punkten zu können, dann hat das nichts mehr mit Widerstand zu tun. Was vielleicht als erste Diagnose sein könnte, um dann die zweite Frage zu stellen, gut, was macht jetzt die kritische Theorie? Also kann es da mit dem Widerstand, den man der Kunst zugeschrieben hat, so noch weitergehen? Müsste man die kritische Theorie nicht anders formulieren? Hat nicht dann andere Voraussetzungen, um zu starten? Also erstmal würde ich wieder so die Beobachtung anführen, dass, glaube ich, auch sehr viele heute tätige KünstlerInnen gar nicht mehr ihr Tun primär als irgendwie Form von Widerstand begreifen, sondern dass auch sie viel häufiger erstmal von der Überzeugung geleitet sind, dass sie vielleicht viel wirksamer werden können mit dem, was sie tun, wenn sie sich mit anderen Bereichen verbünden. Also nicht, wenn man sich abgrenzt als kunstschaffende Person von anderen, sondern man sagt, ja, ich suche die Verbindung zum Design, zur Mode, zur Politik, zu NGOs, zu was auch immer. Und wenn man gemeinsam Fähigkeiten und Kräfte verbindet, dann kann vielleicht was Schlagkräftiges Neues daraus entstehen. Das ist, glaube ich, viel eher die Hoffnung bei vielen, als sagen, so, ich ziehe mich zurück und aus so einer Widerstandshaltung heraus, die sich so rein wie möglich von allem anderen hält, kann ich dann vielleicht eben, wie vorher schon mal gesagt, diese Hebelwirkung ansetzen und die Gesellschaft irgendwie verändern. Und dann ist halt die Frage, so eine Theorie, die aber jetzt ausgeht davon, dass Kunst eigentlich durch Widerstand definiert sein soll, was kann sie bewirken, wenn diejenigen, an die sich auch nicht zuletzt sehr interessiert, nämlich KünstlerInnen eigentlich gar keinen unbedingt so positiven oder starken Begriff von Widerstand mehr haben. Das kann man natürlich vielleicht wieder erreichen, aber das ist, glaube ich, erstmal kontraintuitiv mit sagen, dem Begriff Widerstand eine ästhetische Theorie heute zu beginnen oder versuchen, stark zu machen. Und auf der anderen Seite, da haben wir sagen, wieder ja so ein Thema von Rechtsverschiebung. Wo wird heute am meisten von Widerstand geredet? Jetzt bei den sogenannten Querdenkern und eben denjenigen, die sich eben wieder als Opfer eines Mainstreams, eines Meinungskorridors oder was immer fühlen. Also man müsste auch sogar wieder diesen Begriff Widerstand erstmal wieder ein bisschen befreien auch von einigen Konnotationen, die er in den letzten Jahren bekommen hat, um ihn dann vielleicht im zweiten Schritt wieder sagen, den Kunstschaffenden auch ansinnen zu können, antragen zu können als etwas, was attraktiver sein könnte als jetzt so eine Verbündungs- und Anpassungsrhetorik, die generell momentan viel eher zu beobachten ist. Aber es wäre ein interessantes Projekt. Aber vielleicht wäre es ja wirklich, also ich fand das jetzt sehr, sehr bereichernd, den Gedanken, dass man vielleicht
einige schon so Denkfiguren, die jetzt eher aus der Frankfurter Schule kommen, mal so als Label gesagt, auch nochmal so in Kontakt bringen kann, ganz gezielt mit so ostdeutschen Diskursen, die, wo eben noch eine andere Art von Kapitalismuskritik und eine andere Begründung auch für so eine Hochschätzung von Kunst gegeben ist. Und ich weiß nicht, wie sehr sowas schon zusammengedacht und geführt ist, sei es durch Personen oder durch Schulen oder was immer. Aber wenn das nicht der Fall ist, wäre das auf jeden Fall, glaube ich, mal reizvoll, das auszuloten. Aber Sie meinten ja, bei Ihnen ist das schon auch in dem Charlottenburger Kreis da jetzt ja, der Fall, dass da was entsprechend zusammenkommt. Ja, also auch ganz historisch vielleicht. Also ich schreibe meine Dissertation über die Rezeption der kritischen Theorie in der DDR. Also es wäre sozusagen einmal so der historische und dann ist es aber auch sozusagen eine Konsequenz der Gegenwartsanalyse, die das dann nochmal auf einer theoretischen Ebene vielleicht heute versucht. Mhm. Ja. Also ich denke, das ist sicherlich eine Leitlinie unseres kritischen Denkens, wenn ich das mal so sagen darf, dass man so einen Begriff wie den des Absoluten, den Sie jetzt vielleicht eher in der Kunst Ostdeutschlands vielleicht verortet hätten, dass man den wieder stark macht für die kritische Theorie, also dass man ein Stück weit auch von ihrer Negativität wegkommt, also so wie man vielleicht feststellt, dass es den Widerstand, den die kritische Theorie historisch in der Kunst gesehen hat, dort nicht mehr gibt, würde man dann möglicherweise auch von diesem Negativitätsanspruch wegkommen und wieder Begriffe wie Wahrheit vielleicht stark machen, die sicherlich bei Adorno auch nicht gefehlt haben, aber dort einen anderen Stellenwert besessen haben. Aber wir sehen gerade, dass es eine Frage gibt, sodass wir aufhören müssen, von uns zu sprechen. Da hat Maria eine Frage gestellt. Ich würde Ihrer These, dass die Rechten die Autonomie der Kunst gegen die postmoderne Linke verteidigt, ein bisschen widersprechen wollen. Vielmehr gibt es doch eine Übereinstimmung im Kunstbegriff, der vor allem auf der Vorstellung eines authentischen Ausdrucks einer bestimmten Gruppe beruht. Auf der einen Seite ist das volkstümelnd, auf der anderen Seite eher auf Minderheiten und Identitätspolitik bedacht. Gegen einen solchen Authentizitäts- und Eigentlichkeitsfimmel wäre doch die Autonomie der Kunst gerade als Zufluchtsraum des Artifiziellen und Eigengesetzlichen, wie ihn die klassischen Avantgarden vielleicht hochgehalten haben, zu verteidigen. Ja, also da kann man jetzt natürlich Streit anfangen, was der wahre Autonomiebegriff und natürlich jede Seite wird halt auch erstmal dazu neigen, der anderen das abzusprechen, überhaupt einen gültigen Begriff von Autonomie zu haben. Und natürlich könnte man jetzt wohl sagen, für die diejenigen, die jetzt heute so eine Minderheitenidentitätspolitik betreiben, zum Beispiel als KuratorInnen, die würden jetzt vielleicht Autonomie ja gar nicht für sich in Anspruch, für die Kunst in Anspruch nehmen oder zumindest nicht in einer sehr starken Form. Jetzt auf der eher rechten Seite würde das in Anspruch genommen werden, aber wie wir schon rausgearbeitet haben, geht es vielleicht dann letztlich eher um Autonomie des Künstlers als der Kunst und es geht eher um Privilegiensicherung als jetzt um eine gesellschaftliche Utopie, die damit noch verbunden wäre. Und deshalb käme man dann vielleicht ja tatsächlich wieder zurück zu so einem Begriff von Autonomie, wie er in den Avantgarden eine Rolle gespielt hat. Also wo man vor allem auch diese Eigengesetzlichkeit der Kunst sehr stark gemacht hat, zu sagen, auch Kunst ist etwas, was aus sich selbst heraus entsteht, was auch nur verstanden werden kann im Rückbezug auf ihre eigene Geschichte. Also wo wir einen starken Begriff von Kunstgeschichte zwangsläufig auch haben, in Verbindung mit dem Autonomiebegriff. Und entsprechend auch so eine Idee von Fortschritt, also dass jede Kunst, die neue Kunst, muss auch verhalten zu der Kunst, die davor existiert hat. Und sich auch davon nochmal wieder absetzen und somit wieder eine Autonomie auch beweisen, sowohl gegenüber ihrer eigenen Geschichte wie auch gegenüber dem Rest der Welt. Und das war ja natürlich der Motor auch für die Kunstentwicklung in der Moderne. Und klar, insofern könnte man sagen, wo immer heute von Autonomie die Rede ist, sind es bestenfalls noch Schwundstufen dessen, was ein starker Autonomiebegriff noch vor 100 Jahren bedeutet hat.
Und insofern kann man der, der Autorin dieses, dieses Posts durchaus recht geben, ja. Matthias Ubel hatte noch eine Frage oder hat sie sich erledigt? Nee, genau. Ich würde die mal so schnellen, dann geht es ein bisschen schneller. Also es geht ein bisschen darum, also ich hatte jetzt mich mit Christoph Menkes Konzept zum Beispiel der Kraft der Kunst beschäftigt und er macht das ja durchaus so in der Theorie der kritischen Tradition, dass er die Kunsterfahrung, die bei Adorno vielleicht noch eine andere war, eine des Sich-Anschmiegens und so weiter, an das Subjekt der Kunst quasi ersetzt durch sowas wie eine Krafterfahrung der Kunst, die uns sozusagen hinter unsere Vermögen, unsere sozial erworbenen Vermögen zurückführt. Also er konzipiert quasi in der Kunst schon sowas, was sich dann auch sozusagen dem Konsum oder so, also so einer Konsumerfahrung ganz stark sperrt. Und er sieht darin Vorbilder, zum Beispiel die Volksbühne oder so. Und man könnte vielleicht sagen, ja, vielleicht macht man mit moderner Lyrik in der Lyrikszene was Ähnliches, die auch nicht wirklich in der konsumistischen Modellen sozusagen so eingespeist sind. Genau, und da meine Frage zielt ein bisschen darauf, würden Sie sagen, was würden Sie denn für jetzt den Bereich der bildenden Kunst, gibt es da eine Erfahrung, die man, die Sie beschreiben würden, die sich so einem Konsumismus entziehen würde oder so, weil ich bin mir auch gar nicht so sicher, ob ich den Menke jetzt so plausibel finde oder nicht. Und würden Sie sagen, oder und eine zweite Frage, die sich für mich zumindest anschließt, ist, sind nicht auch, so wenn man die Kunst jetzt als ganz weiten Begriff nimmt, also sind nicht, macht man nicht mit verschiedenen Gattungen, also mit verschiedenen Kunstformen, Literatur, bildende Kunst, so auch mittlerweile zu diverse Erfahrungen, dass man das überhaupt noch in einem so, ja, unter einem Begriff thematisieren kann, weil wenn ich jetzt gewissermaßen, weiß ich nicht, einen ganz tollen modernen Science-Fiction-Film sehe, wo ich eher quasi eine Art von ästhetisch vermittelter Wissenserfahrung mache, die aber auch irgendwie in einer Art interessant ist, die aber mir scheint auch nicht ganz aufzugehen, scheint in dann wieder dem, was Menke beschreibt oder ja, in anderen, also ja, mit diesem mit dieser Diversität von Erfahrungen, da habe ich so ein bisschen ganz viele Fragen. So. Ja, danke. Nochmal zur zweiten Frage zuerst. Also natürlich jetzt kein so ein Problem, vor dem erst wir stehen, dass die Erfahrungen, Artefakten unterschiedlicher Bereiche auch unterschiedlich sind. Und man kann ja auch feststellen, dass in der Geschichte der Kunsttheorie fast jeder Theoretiker sagen so eine andere vielleicht Leitkunst hat, an der das entwickelt wurde. Das ist vielen die Literatur, das Theater, bei anderen die Musik und im 19. Jahrhundert eher und im 20. Jahrhundert gibt es häufiger auch die bildende Kunst vielleicht so als sagen die Leitgattung, an der dann die Kategorien entwickelt werden oder die Theoreme entwickelt werden und die dann immer nur mehr oder weniger gut auch auf anderes anwendbar sind. Der Anspruch war natürlich immer da, seit man von der Kunst im Singular gesprochen hat, also seit dem späten 19. Jahrhundert, eine Theorie zu entwickeln, die auf das alles zutrifft. Wobei ja schon so diese Singularisierung wieder so ein Indiz dafür ist, von die Künste zu der Kunst überzugehen, dass hier auch so eine Absolutheit eben beansprucht, wo die Kunst, die eben jetzt hier sich ganz klar absetzen soll von allem anderen, was eben nicht Kunst ist. Während man noch von den Künsten gesprochen hat, war das ja auch noch viel relativer und gab es ja auch damals in der vormodernen Zeit nicht so klare Trennung, was ist jetzt Kunst und was Unterhaltung und ist irgendwie vielleicht sehr zweckgebunden und was ist weniger zweckgebunden und so. Also diese ganzen Differenzierungen, die sind ja alles eine Errungenschaft, sagen auch der Moderne oder wenn man so will, der Romantik, der Kunstreligion. Und die spannende Frage ist ja einfach, können und wollen wir diesen Singular, die Kunst aufrechterhalten oder nicht? Und im Moment sehe ich viele Tendenzen, die in die Richtung gehen, diesen Singular preiszugeben. Und lieber von einer da so eine Diversifizierung zu betreiben und das, was mal die Kunst war, in verschiedene Bereiche ein Stück weit auch aufgehen zu lassen, in Hoffnung, dass diese Bereiche insgesamt auch eine Transformation, eine Bereicherung, irgendwie Wirksamkeitssteigerung und so erfahren, wenn Dinge, die bisher in der Kunst beheimatet waren, auf sie noch mit übergehen. Das mal zum einen Punkt.
Und jetzt die erste Frage, die war eigentlich die entscheidendere, bezogen auf Menke mit Kraft der Kunst. Ja, vielleicht habe ich sie schon fast ein Stück weit jetzt auch damit beantwortet, wenn ich sage, es gibt vielleicht gar nicht mehr so sehr heute dieses Bedürfnis, sondern von der Kunst im Singular zu sprechen. Deshalb könnte man jetzt schon der Ansatz von jemandem wie Menke ein Stück weit auch vielleicht altmodisch, fast mal kontraintuitiv, weil er ja noch, wie so ausgehend vom Titel schon seines Buches eben suggeriert, es gibt sowas wie die Kunst und die hat eine spezifische Kraft und die muss jetzt halt möglichst freigelegt oder als solche erkannt und anerkannt und dann wirksam gemacht werden. Und da tue ich mich tatsächlich auch schon ein bisschen schwer als jemand, der eher so einen absolutistischen Begriff von Kunst hat, jetzt von der Kraft der Kunst zu sprechen. Ich kann ihm natürlich gerne unterschiedliche Erfahrungen mit Werken schildern, die der Kunst zugerechnet werden, die bei mir irgendwas gemacht haben, wo ich sage, darauf möchte ich nicht mehr verzichten oder das ist für mich wertvoll oder bestimmte künstlerische Ansätze, die diese Qualität haben. Ich würde aber mich schwer tun, da jetzt so eine kategoriale Trennung zu machen zu Erfahrungen, die ich in anderen Bereichen der Welt gemacht habe. Also da haben wir wieder so einen Konflikt zwischen einem eher relativistischen und einem eher absolutistischen Verständnis auch von Kunst. Konstantin, hast du noch eine Frage? Ja, genau. Ich wollte da eigentlich auch noch anbringen, weil das ja jetzt recht aktuell ist, vielleicht, ob sich das da auch einordnen lässt. Also die politischen Aussagen jetzt während der Krise, da wird ja auch gar nicht mehr von Kunst gesprochen. Also mir ist das irgendwie sehr stark aufgefallen, sondern es wird eigentlich immer von der Kultur gesprochen. Und überhaupt dieser Begriff der Kunst scheint ja irgendwie gar nicht mehr angefasst zu werden. Außer dann eben auf der anderen Seite ganz seltsamerweise natürlich irgendwie von irgendwelchen Influencern oder so, meistens natürlich in englischer Form, die dann in ihrem Profil Artist stehen haben und sowas. Aber auf der anderen Seite eben das, was eigentlich die klassischen Künste angeht oder die klassische Kunst, sage ich mal, da wird dieser Begriff irgendwie nicht mehr so viel verwendet, habe ich das Gefühl. Ich weiß immer nicht, ob das irgendwie vielleicht aus einer Abgrenzung heraus entsteht oder irgendwie Angst vor diesen Altlasten, die da mit drin liegen, eben genau Kunst, Religion und sowas und man will das so ein bisschen entzaubern oder vielleicht auf manchen Seiten dann doch auch aus einem gewissen Respekt, der halt ja ganz offensichtlich auf Seiten von so Influencern gegenüber diesem Begriff gar nicht mehr da ist. Ja, vielen Dank für diesen Beitrag und das, was Sie da beobachten. Ich glaube, ich beobachte dasselbe wie Sie. Und Sie nehmen das auch als weiteres Indiz, dass gerade insgesamt die Zeichen eher so darauf hindeuten, dass man von so einem starken, autonomen Kunstbegriff sich aber nicht mehr so viel erwartet. Oder sehr viele, sich selbst derer, die jetzt in diesem Bereich tätig sind, nicht mehr so viel erwarten. Und ich glaube, vor ein paar Jahrzehnten hätte man sich als Künstlerin gewehrt, jetzt irgendwie so unter das Gros der Kulturschaffenden eingeordnet zu werden und hätte diese Differenz von Kunst und Kultur doch noch sehr hoch gehalten. Und heute muss man die schon ideengeschichtlich herleiten und erklären den meisten. Die ist nicht mehr im allgemeinen Sprachgebrauch überhaupt vorhanden, diese Differenz nach meiner Wahrnehmung. Und ich persönlich kann das jetzt noch nicht schlimm finden. Ich beobachte es als schon massive Veränderung. Wie ich schon vorher sagte, mir tut es ein bisschen leid, dass solche Veränderungen eben passieren, ohne dass
wirklich viel darüber diskutiert wird. Es passieren eben so schleichend, so stillschweigend. Und plötzlich ist man an einem Punkt und wacht auf wieder sozusagen und hat das Gefühl, oh, irgendwas ist passiert und ich hab was verpasst. Warum reden wir eigentlich nicht mehr von Kunst oder nicht mehr von der Kunst? Oder warum ist das jetzt alles so? Nicht mehr so wie noch vor 10 oder 20 Jahren. Und das ist so ein bisschen eine befremdliche Erfahrung, die ich in den letzten Jahren häufiger gemacht habe. Dass sich Dinge stark verändern, ohne dass sie von einem entsprechend lebhaften Diskurs begleitet sind, diese Veränderungen. Gibt es noch Fragen?